angekommen bei der zweiten Schlacht. Diesmal noch eine etwas kleinere Schlacht. Spielt ein bisschen vor der vorherigen, trotzdem eine Schlacht, die mir sehr gut gefallen hat. Was haben wir denn da bei mir? Ich habe hier Naginata-Begleiter, die hier durch den Hügel laufen. Zwei Einheiten Bogen-Samurai, zwei Einheiten Katana-Samurai, hier nochmal zwei Naginata-Begleiter, sowie mein General und hier vorne zweimal Naginata-Kavallerie, wieder eine Armee, die darauf recht starke Samurai und Naginata-Begleiter setzt. Bei meinem Feind haben wir hier vorne reichlich Bogen in verschiedensten Formen mit Bogen-Samurai, Bogen-Ashigaru, hier glaube ich nochmal, zweimal Ashigaru, zweimal Samurai und hier hinten zweimal mit drin Fuß-Samurai, eine Einheit, die ich bisher nicht ganz so verstanden habe, aber noch nicht so gut finde, weil sie im Endeffekt auch nur Samurai mit Bögen sind und nur ein bisschen billiger und nicht ganz so stark wie Bogen-Samurai. Hier vorne leichte Kavallerie, sein General und dann zweimal Yari Ashigaru und zweimal Naginata-Begleiter. Und wir bewegen uns natürlich beide möglichst schnell hier auf diesen Schrein zu, der schon ein wichtiges, zentrales Element ist, denn nur mit dem ist man in der Lage, die Moral richtig schön zu erhöhen. Ich glaube, zwei Punkte mehr gibt das jedem der Einheit an Moral. Und er hat hier direkt seine leichte Kavallerie hingeschickt, hat aber das Problem, dass er damit nicht in der Lage ist, einzunehmen, solange die aufsitzen. Und ich habe mir ja gleich mal gedacht, ich schicke meine Kavallerie direkt hier gegen die ganzen Bogenschützen, da die hier keine Deckung haben. Schon Deckung, aber keine Truppen haben, die sie begleiten. Bin ich da mal direkt kackendreist reingerannt. War nicht gerade gut für meine Moral, wie man hier sieht, aber dafür hauen wir zumindest bei dem Trupp hier nochmal was rein. Und dann ziehe ich mich sicherheitshalber auch wieder zurück. Wenn er hier seine leichte Kavallerie zurückzieht, weil meine Naginata-Begleiter da ankommen. Und genau dafür habe ich mir die eine Einheit gedacht, dass die hier wirklich gerade durchsprinten. Man sieht hier, dass ich jetzt die eine Einheit fast verliere. Die andere hält die Moral noch ganz gut. Ich glaube, es sind beides Naginata-Kavallerie. Da ich die umgenannt habe, bin ich mir da nicht so ganz sicher. Aber müssten sie eigentlich. Und ja, dann baue ich hier halt währenddessen meine normale Armeeaufstellung auf, wobei ich versuche, meine Bogenschützen irgendwie zum ersten Mal in Kontakt zu bringen. Dafür nach vorne ziehe. Und währenddessen hier halt meine Kavallerie wieder hier hinten hinbringe. Das war einer der meiner mutigen Kavallerieangriffsaktionen, die nicht unbedingt immer gut ausgehen. Währenddessen hat er hier seine Speerträger nach vorne gebracht, um die zu erfolgen, und hat die scheinbar viel zu spät zurückgezogen. Weswegen wir jetzt gute Möglichkeiten hatten, hier auf die Yari Ashigaru zu schießen. Hier sieht man noch eine Welle Pfeile, die da gut reingehauen haben. Und schon ordentlich Schaden, was natürlich für mich richtig wertvoll ist, da seine Yari Ashigaru die einzigen nahkampffesten Truppen sind. Die hat er eigentlich die deutliche Fernkampfüberlegenheit hier. Und positioniert sich deswegen jetzt natürlich auch klugerweise dort im Wald, da er dann Vorteile hat. Fängt aber bisher immer noch nicht an, mich zu beschießen. Und nicht wirklich, wenn meine Bogenschützen hier schon was machen konnten, kommt er halt hier selber mit der leichten Kavallerie hin, um meine Naginata-Begleiter zu nerven. Und die ziehen sich natürlich zurück in der Hoffnung, dass ich ein bisschen auf seine leichte Kavallerie stattdessen schießen kann. Und ja, meine Kavallerie hart hier währenddessen noch in der Hoffnung, ihm irgendwann hinterher in die Flanke zu fallen. Die berühmte Hammer-and-Anvil-Strategie, wie sie so gerne genannt wird. Das vorne gekämpft wird, wir dann hinten von hinten drauf fallen. Er schießt jetzt hier auf meine Naginata-Begleiter und meine Naginata-Samurai. Meine Bogen-Samurai. Was zumindest bei den Begleitern jetzt nicht so wild ist, weil die kosten halt nichts. Und ich bewege mich währenddessen hier hinten deutlich weiter rum, in der Hoffnung natürlich, ihn möglichst sehr damit, möglichst weit ihn dort auseinanderzubringen oder irgendwie zu nerven, ihn vielleicht dazu zu bekommen, dass ich irgendwo dort geschickt mal eingreifen kann, wenn keine Speerträger in der Nähe sind. Und netterweise schießt er bisher auch noch nicht zurück, was mir da sehr entgegenkommt. Ja, und meine Masse währenddessen sammelt sich noch hier und schießt halt auch immer wieder auf seine sich hier hin und her bewegenden Einheiten. Mir scheint, er reagiert immer ein bisschen langsam, weil immer dann, wenn meine Kavallerie da ist, um zu nerven, zieht er seine Bogenschützen hin und dann ist meine Kavallerie halt schon wieder auf dem Weg zurück, sodass hier jetzt ein paar einzelne Schüsse mal bei mir eintrudeln, aber das nicht wirklich interessant ist. Aber dafür ich währenddessen hier auf seine Bogen-Ashigaru schießen kann, die schon die Hälfte ihrer Leute verloren haben, weswegen, oh, fast die Hälfte, weswegen die da oben auch so die Moral schon wieder so weit runter geht, die verlieren doch deutlich an der Stelle. Und jetzt, ja, will er halt einfach mal gemütlich da im Hügel aussitzen. Er hat den Wald. An sich keine so schlechte Idee, wenn er es dann mal schaffen würde, seine Bogenschützen jetzt irgendwie in Position zu bringen. Er würde sie halt gerade mal, um hier meine meine Naginata-Begleiter mal zu beschießen, die ich jetzt mal einen todesmutigen Nervangriff auf seine leichte Kavallerie starten wollen. Denn wenn ich es schaffe, da anzugreifen, dann tut der das schon weh. Dann verliert er da schon ein paar Leute. Dementsprechend ziehen die sich jetzt natürlich auch zurück. Das war so der Versuch, ein bisschen zu nerven, und währenddessen rückt hier vorne mein Zentrum ein bisschen vor.
Gut, da sagt mir jetzt teilweise, dass die versteckte Einheiten kommen. Das ist natürlich klar, wenn die hier alle im Wald sind. Meine Naginata-Begleiter sind da jetzt mehr oder weniger eine Opfereinheit, die genau das macht, was sie soll, ihn dafür beschäftigen und mal ein bisschen Stimmung reinbringen. Er nutzt jetzt natürlich seine leichte Kavallerie, um da hinten reinzufallen. Und mein einziger Versuch ist halt hier in seinem Bogensamurai und Fußsoldat ein bisschen Schaden zu machen, wobei wir das nicht wirklich schaffen. Aber das ist nicht so wild. Naginata-Begleiter mit 150 Gold, das ist die Kosten, die billigste Einheit. Und dafür finde ich eigentlich eine der coolsten im Spiel. Die können zwar nicht wirklich viel, aber dafür sind sie halt einfach Masse da und kosten dafür nichts. Dessen habe ich hier mal versucht, ein bisschen mit Bogen, mit brennenden Pfeilen an seine Moral zu arbeiten. Und dann jetzt hier auf seine, konnte ich wieder auf seine Speerkämpfer schießen, was mir natürlich sehr entgegenkommt. Da wir denen dann so auf Dauer doch wehtun. Und hier kommen jetzt einzelne Pfeile natürlich aus dem Wald zurück. Das ist klar, er zieht sich langsam in dem Wald ein bisschen zurück, damit ich ihn da nicht so sehr bedrängen kann. Also an sich gefällt mir der Kampf vor allem deswegen sehr gut, aus meiner Sicht sehr gut, weil er sich sehr passiv verhält. Normalerweise gilt ja die Sache, derjenige, der das Schwert in die Hand nimmt, der hat den Kampf unter Kontrolle. Und in diesem Moment lässt er mich eigentlich das Schwert in die Hand nehmen. Ich bin in sowas auch nicht immer gut, aber hier hat es sehr schön funktioniert, dass er sich da mal schön zurückgezogen hat und ich währenddessen versuchen konnte, hier immer weiter zu behaken und im Endeffekt auch ich den meisten Beschussschaden bisher gemacht habe, obwohl ich nur zwei Einheiten Bogensamurai habe, während er mir sechs beschussfähige Einheiten entgegenstellt. Trotzdem schaffe ich es hier deutlich, dort mehr zu schießen und damit auch mehr zu erreichen. Er schießt hier zwar ab und zu mal auf meine Bogen, aber das ist halt irgendwie verschwindend geringer Schaden bisher. Ich habe hier 28 Mann verloren in der einen Einheit und der anderen 11. Das ist alles dafür, dass die mit einer ersten Reihe stehen und dort beschossen werden, ist das richtig gut. Und meine Kavallerie hat sich jetzt halt offensichtlich hinter ihm positioniert, um da irgendwas zu erreichen, wenn er seine Yari Ashigaru wieder in den Wald zurückzieht, damit ich ihn da nicht zu direkt angreifen kann. Und jetzt beginnt hier der große Nahkampfsturm, habe ich entschieden. Jetzt reicht's, wir rennen da mal rein. Zwei Einheiten Katana-Samurai, zwei Einheiten Naginata-Begleiter stürmen da rein. Und die Bogenschützen geben immer noch weiter Deckung. Und netterweise haben wir hier vorne die leichte Kavallerie, die meine Naginata-Begleiter hier direkt angreifen können. Und in dem Moment mit dem Beschuss von hinten deutlich überlegen sind. Und hier stehen direkt vor mir erstmal die ganzen Fernkampfeinheiten. Er hat zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich viel davon entgegen auf seine Speerträger gemacht. Er haut jetzt gerade mit seinem General da rein. Wobei es natürlich ein bisschen riskant ist, mit seinem General in meine beiden Katana-Einheiten reinzurennen, wo auch noch eine Veteranenstufe schon hat. Das ist schon ziemlich hart. Und jetzt kommt an der Stelle von der Flanke meine Kavallerie dazu, um sich dort die Bogenschützen zu snacken, weil ich da gesehen habe, dass keine Speerträger dazwischen können. Jetzt kommen zwar von ihm Speerträger dahin. Ich weiß nicht mehr, ob ich es schaffe. Ja, ich genau jetzt. In dem Moment zieht sich die Kavallerie natürlich wieder zurück und die Naginata-Begleiter versuchen, die Speerträger aufzuhalten. Genau dafür sind sie dann ja da in dem Moment. Da haben sie sich mit ihren 150 Punkten richtig gelohnt. Und man sieht, wir fangen jetzt an, hier sein Zentrum zu zermürben. Seine Naginata-Begleiter halten hier natürlich nicht viel aus. Und seine Yarishigaru und die Bogenkämpfer im Nahkampf auch nicht so. Und daher sind unsere Katana-Samurai immer deutlich überlegen. Und die Kavallerie schafft es jetzt auf der anderen Flanke direkt nochmal in eine Einheit Bogen-Samurai reinzureiten. Und man sieht schon ja ihm, wie es dort kräftig am Wanken und Schwanken ist. Hier schwankt es bei mir bei den Naginata-Begleitern ab und zu auch mal ein bisschen. Aber gut, das ist an sich nicht so schlimm, wenn einzelne Einheiten davon wanken. Aber bei ihm sieht, dass hier große Massen sich schon zurückziehen. Und damit im Endeffekt seine Armee schon gebrochen ist. Denn seine Nahkampfmasse, hier haben wir noch eine Einheit Yari Ashigaru. Die andere Einheit Yari Ashigaru finde ich schon gar nicht mehr. Die dürfte schon weggelaufen sein, oder? Ja, wir hatten noch einen Yari Ashigaru, Yari Begleiter. Naginata Begleiter, die jetzt hier nicht so viel reißen können. Sein General ist hier hat nochmal versucht, die Naginata Begleiter anzugreifen, um hier Flanke weh zu tun. Werde ich natürlich dann meine letzten Möglichkeiten meines Beschusses nehmen, um da drauf zu schießen. Und im Endeffekt hier zwar noch ein bisschen Kampfzentrum in der Mitte hat, aber die rechte Flanke ist komplett gebrochen. Da rennen meine Katana-Krieger seinen letzten Schützen hier wegrennen hinterher. Meine Kavallerie steht mal wieder doof rum, weil ich nicht früh genug reagiert habe, um sie nochmal in den Kampf zu werfen. Und sein General konnte sich dann noch ein bisschen wieder rausziehen. Die Naginata-Begleiter kämpfen noch, die Yari Ashigaru sind hier schon verschwunden. Und gut, er könnte sich jetzt natürlich nochmal umdrehen und von hier oben schießen. Aber im Endeffekt sind meine Katana-Samurai genauso schnell wie seine Bogenschützen und solange er sich da nicht etwas einfallen lässt, kriegen wir die irgendwann. Sein General ist hier mittlerweile in meiner Reiterei untergegangen und deswegen schwanken hier die Bogenschützen auch, die Bogen-Ashigaru auch wieder, nachdem sie erst weggerannt waren, einfach nur aufgrund des Moraleinschlages und jetzt sind hinter denen die Kavallerie auch nochmal her. Die dürften also auch nicht mehr lange machen.
Damit haben wir, wie man sieht, den Hügel sehr schön aufgeräumt und müssen noch zwei Einheiten wegklatschen und dann ist der Sieg für mich komplett. Ich fand es ein sehr schöner Kampf, wieder einer der kleineren Kämpfe, aber doch ein sehr angenehmer, der auch sehr gut gezeigt hat, wie schön es funktioniert, wenn man ja der aktive Part ist und der Gegner versucht sich passiv und defensiv zu verhalten, mit seinen Bogenschützen zu arbeiten und mich anrennen zu lassen. Das hat er hier halt nicht gut hinbekommen und von daher war das dann doch ein klarer und deutlicher Sieg für mich. So viel zur zweiten Schlacht.